Der russische Geschäftsmann und Kreml-Vertraute Jewgeni Prigoschin hat eine Einmischung in vergangene US-Wahlen zugegeben. Und man werde das auch weiterhin tun. Dem Gründer der Söldnertruppe Wagner wird vorgeworfen, mit seiner Trollfabrik Wahlen in mehreren westlichen Ländern manipuliert zu haben. Trolle agieren mit gefälschten Profilen auf Online-Plattformen, um Wähler zu beeinflussen, etwa indem Kandidaten schlecht gemacht oder Falschinformationen verbreitet werden. Wie kommt das denn bei euch in den USA an? Naja, Jewgeni Prigoschin, Putins Koch, so wird er ja auch genannt. Also der bestätigt ja nur etwas, was ohnehin ja Fakt ist, was auf der Straße quasi ja liegt, was letztendlich gar nicht mehr bestätigt worden ist. Man hatte ja diesbezüglich Erkenntnisse, Geheimdiensterkenntnisse in den USA. Also insofern verwundert das sicherlich niemanden mehr. Die New York Times hat erst gestern einen Bericht veröffentlicht über russische Bots, die jetzt wieder auftauchen, die schon identifiziert waren bei vorhergehenden Wahlen, die jetzt vor allen Dingen in den rechten Netzwerken fluten mehr oder weniger diese mit Falschnachrichten und auf diese Art und Weise dann versuchen Einfluss zu nehmen. Aber ich sag mal so, wer einen Trump hat, der muss keine russischen Bots mehr fürchten, nämlich die größte Fake News Maschine hier in den USA, das ist Donald Trump, das ist der Ex-Präsident, der ja auch immer wieder behauptet, dass ihm die Wahl gestohlen worden ist, und das fällt tatsächlich auf fruchtbaren Boden. Das konnte ich selbst erleben in Pennsylvania am Samstagabend in der Nacht bei einer Wahlrallye Donald Trumps. Die Menschen sind davon überzeugt, die dorthin gehen, dass die Wahl gestohlen worden ist, zumindest die große Mehrheit. Also insofern die Fake News, die Debatte, die geführt wird oder geführt werden muss, auch mit über russische Trolls und russische Bots, die kann man natürlich und die muss man dann am Ende auch über Donald Trump führen. Michael, vielen Dank für diese Einordnung aus Washington. Dankeschön. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.